Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Und das sieht doch hier schon wieder wunderschön aus, rein von der Grafik her. Mit diesen Schatten und diesem Sumpf und diesen Bäumen und den Schatten auf den Bäumen und dem Grün und Geralt. Er guckt auch so zufrieden, oder? Als wenn er sich denken würde, wir bleiben mal kurz stehen, wir entspannen mal kurz und genießen die Umgebung. Und jetzt war es das aber auch schon wieder, wobei die schönen Blumen noch. Schade, dass wir uns nicht ducken oder kriechen können und das von nahen anschauen. Die Flora und Fauna. Egal, jetzt untersuchen wir mal die Leiche von dem Vater des Weidelers. Die muss ja schon uralt sein. Also der Weideler ist ja schon ziemlich alt und der Mann, den wir beim Ahnenritual gesehen haben, war viel jünger von dem toten Vater. Deswegen merkwürdig. Wir schauen mal. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Na, das wird doch mit Sicherheit nicht reichen. Also das wäre mir zumindest neu, dass es jetzt so ein einfaches Quest wird. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Sprich mit dem Weideler. Das war's schon. Wir mussten wirklich nur die Leiche verbrennen. Ich meine, wir mussten jetzt mal ein paar Gegner platt machen, aber das war jetzt nicht wirklich schwer. Ich denke aber, wir laufen jetzt nicht erst diese 1600 Schritte, weil hier im Sumpf gibt es ja jetzt noch mehr Aufgaben für uns. Hier müsste ja auch irgendwo der... das Quest mit dem Baron sein. Wir sind Verteidiger des wahren Blödsinns, Ritter in schwarz-rosa Gold, Verteidiger des wahren Blödsinns. Finde den vermissten Bruder der Mine nahe dem Scheideweg. Ja, Level 33, Auftrag die Beste von Ehrendorf 25. Sprich mit dem Auftraggeber. Monster im Wald, das müsste doch das sein, was hier direkt in der Nähe jetzt ist, oder? Wir haben doch beim letzten Mal mit diesem einen Mann geredet. Nee, es ist nicht hier in der Nähe. Hä, welches? Wir hatten aber doch, was war denn das für ein Quest? Mit dem Auftraggeber. Mysteriöse Spuren, sprich mit dem Jäger. Das Ding aus dem Sumpf, das müsste es sein. Ja, genau, dann machen wir jetzt das. Perfekt, wir haben hier wirklich ein paar Quests, die wieder mal auf dem Haufen liegen. Und dann werden wir da natürlich taktisch vorgehen. Ja genau, und hier ist auch die Hütte, wo hier ist auch der Mann. Also hier arbeitet auch der Mann. Hier, das ist der Mann, den wir beim letzten Mal geredet haben, Leslav. Das heißt, wir haben hier direkt ein paar Quests auf einem Haufen. Das ist natürlich sehr gut. Ich glaube, wir waren schon da drüben bei der Hütte, aber wir schauen trotzdem nochmal nach. Wenn wir einmal hier sind. Das ist kein gewöhnlicher Nebel. Der Geruch, fast metallisch. Will er eigentlich das jetzt zum Explodieren bringen? Hallo. Okay, dann eben nicht. Wir waren hier noch nicht? Krass. Hatte nicht mal Zeit, die Waffe zu ziehen. Das Monster muss ihn überrascht haben. Kann natürlich sein, finde heraus, was die Leute im Nebel tötet. Ich glaube, das ist aber... ja, das Quest hier ist das... es müsste ein weiter... also... ich gehe davon aus, dass das, was wir gerade eben untersucht haben, zu dem Quest gehört, was wir sowieso machen. Deswegen gehe ich erstmal hier hin. Wenn nicht, gehen wir danach wieder zurück zum... gehen wir danach wieder zurück zu diesem Leichnam. Mikrophagenöl. Dann dieses schwarze Blut. Was ist auch hier? Ach so, das haben wir nicht mehr. Naja, das macht nichts. Das schaffen wir auch ohne. Sehr schön. Das hat ja wunderbar... ich muss das Auge benutzen. Hat ja wunderbar funktioniert mit dieser Bombe, nur dann haben wir uns wieder ein bisschen schlecht angestellt am Ende. Aber vielleicht klappt es nochmal mit einer anderen Bombe. Brauchen die dann so explodiert mit der Gaswolke, genau. Ah, jetzt klappt es natürlich wieder nicht. Sehr schön. Hm,
Na also, das lief dann am Ende doch besser als gedacht. Aber mir gefällt die Atmosphäre ja gerade mega geil. Schön, dass es dunkel ist und Nacht und wir hier nicht am Tag rumrennen. Ich glaube, dann wäre die Atmosphäre nur halb so schön. Danach die stimmige Musik. Hä? Wo ist denn die andere Leiche? Da. Bei diesen Pflanzen, die wir hier finden, wäre es halt auch geil, wenn man einfach mal wüsste, wo die so ungefähr wachsen, damit man dann auch mal einfach auf Kräutersuche gehen kann. Ja? Damit wir auch einfach auf Kräutersuche gehen können, wenn wir ein bestimmtes Kraut suchen. Hä? Die Spuren wurden magisch verschleiert. Es wird interessant. Und wo genau war jetzt die Illusion? Es sieht alles noch genauso aus wie vorher. Verschiedene Klauenspuren. Da haben wohl ein paar Exemplare gefressen. Ich habe es wohl mit einem alten Nebling zu tun, der sich hinter einer Illusion verbirgt. Finde den Nebling mit Hilfe der Illusion. Ich sag ja, wir werden dann wieder dahin gehen, wo wir gerade eben schon waren. Können aber natürlich kurz mal darüber schauen. Da ist auch noch was gebaut ist. Ah, aber ich glaube, bei diesem Schrein waren wir schon. Es müsste ein Mumenschrein sein, ja. Ein Schrein der Mumen. Zwergenschnaps. Verdammt, ich will endlich diesen Teufelsbovist haben als Bombe, weil das, wie gesagt, die einzige Bombe ist, wo wir sogar schon die verbesserte Version haben. Ich glaube, wir haben auch von keinem anderen Trank zuerst die verbesserte Version gefunden, bevor wir die normale Version gefunden haben. Das ist etwas ungewöhnlich. So. Gut auch, dass der Mondschein, dass es dadurch etwas heller ist. Ah, da drüben. Das Auge von Nehalin. Ich sollte es benutzen. Muss er wirklich ein sehr mächtiger Nebling sein, wenn der solche Illusionen schaffen kann. Nutzen wir mal die Fackel, damit wir mehr sehen. Ach, da ist der Nebling. Ich weiß gar nicht, was Nebling waren. Sind das auch Nekrophagen? Ignis Fatus, das ist wahrscheinlich dieser spezielle Nebling. Also ja, Neblinge sind auch Nekrophagen. Mundstaub, Nekrophagenöl, Quennen. Ja, wunderschönen guten Morgen zum zweiten Mal. Mir ist das Spiel wieder abgestürzt, als wir bei dem blöden Nebling rein sind. Und ich vermute fast, es hat gar nichts mit dem Spiel Witcher 3 direkt zu tun. Ich glaube, es liegt an irgendeinem blöden Overlay, weil ja heutzutage jedes externe Programm irgendwie denkt, es muss ich einschalten in die Spiele und muss mir irgendwie anbieten, dass ich irgendwas machen kann mit diesem Programm. Ich bin mir nicht sicher, ob es an Discord liegt oder halt irgendwie an GOG Galaxy, was da mir irgendwelche Sachen freischalten will. Weil als ich jetzt dieses Spiel wieder geladen habe, ich gehe derweil mal in die Richtung, in die wir gehen müssen. Als ich das Spiel jetzt nämlich geladen hatte, um halt nach dem Absturz wieder weitermachen zu können. Da war das dann nämlich so, dass es direkt beim Laden wieder abgestürzt ist. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt startest du das Spiel neu und sorgst eben dafür, dass du den Speicherstand, den du laden möchtest, selber aussuchst. Habe ich gemacht und dann wurde das Spiel auch geladen. Aber dann war oben, also das könnt ihr jetzt nicht sehen logischerweise, aber oben, ihr müsst euch vorstellen, ungefähr na vielleicht ein Viertel des oberen Bildschirms war einfach so eine leere weiße Seite, wo drauf stand Error Page Temporarily Not Available, also irgendeine Seite konnte nicht geladen werden und meiner Meinung nach war das irgendein Overlay, was halt nicht funktioniert hat, weil mir hier, wenn ich das Spiel einschalte, mittlerweile auch Discord sagt, was ich eh nicht verwende,
Ja, du kannst das Overlay verwenden, wenn du die in die Tastenkombination drückst. Also, falls das Spiel wieder abstürzt, dann werde ich mal in den Optionen von Discord reinschauen, dass man das irgendwie generell deaktivieren kann. Als ich es jetzt wieder neu geladen habe, ging dann die Anzeige von Discord, Overlay, bla bla, kannst mich einstellen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber es ist meine Vermutung, ist natürlich super nervig und ich denke aber, es hat nichts mit dem Spiel zu tun. Aber wie gesagt, wenn es wieder abstürzt, werde ich schauen, dass ich... Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Kriegen? Dass ich was dagegen mache. So, dann tun wir den Kampf jetzt einstellen und noch mal speichern. Mondstaub. Nekrophagenöl. Müsste eigentlich schon... Na, wir können Donner noch reinnehmen. Speichern noch mal, falls das Spiel jetzt wieder abstürzt. So, vielleicht machen wir die Fackel noch an. Ach ja, wenn wir die Fackel jetzt auswählen, können wir Mondstaub nicht nehmen. Ach, wir sehen auch so genug. Okay, wir sollten vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Nicht getroffen. Wie schmeckt dir das Silber? Oder es war das, was jetzt gerade kommt, aber wobei wir hatten ja vorhin nichts freigeschalten. Die Bastarde sind stark. Muss der Nebel sein. Finde den Nebling mit Hilfe der Illusion. Ach, das war noch gar nicht der Nebling. Es war einfach nur irgendein Nebling. Der hat aber schon verdammt viel Schaden gemacht dafür, dass es einfach nur irgendein Nebling war. Aber die sind halt auch echt hässlich und wir haben jetzt auch schon keine Mondstaubbombe mehr, aber ihr kennt mich ja, ich will nicht jedes Mal direkt rasten, sondern erstmal alle Sachen verbrauchen. Dorisches Schwert, explosive Beugen, wir nehmen, Bolzen, wir nehmen alles mit. Überlegenes Bärensilberschwert. Ah, die brauchen wir nicht. Noch eine Truhe. Herausgerissene Seite, Chortabsuit. Da ist eine ganz kleine Truhe, aber da ist gar nichts drin. Schade. Füllen wir unsere Ladungen nach. Mittlerweile bekommen wir ja auch 5% Schutz für dieses Öl gegen den Gegner, wo dieses Öl hilft. Scheint mir eher ein Zombie-Nebling zu sein. Aha. Eieieiei. Mist, hätten wir hier noch die Mondstaubbombe, ey. Mann, nicht viel Schaden. Oh doch, wir machen ganz gut Schaden, aber der auch.
Wir müssen wohl mal auf den Absu zurückgreifen. Jetzt heilt er sich wieder? Und vielleicht dann noch auf die weiße Möwe. Auf den weißen Honig. Das war doch der, oder? Ja. Mist, Mist, Mist. Achso, ich kann ja Quen einsetzen, nicht Dummi. Weiß nicht, warum der eine Nebling 100 Schläge ausgehalten hat und gar nichts passiert ist, war richtig dumm. Wir haben noch eine Samum, aber ich weiß nicht, ob die hier groß was bringt. Einen Donner können wir noch einsetzen für mehr Schaden. Ausdauerregeneration im Kampf können wir erhöhen. Bringt gar nichts, dachte ich mir schon. Blendet ihn nicht, wie es aussieht. Sag mir, was du zu bieten hast. Fuck, Mist. Ugh. Noch einschlagen, wir sind tot, aber er ist halt auch fast tot. Oh. Soll ich jetzt warten, bis ich mich genug regeneriert habe mit meinem Essen? Vielleicht schon. Das jetzt normal zu machen, wäre echt nervig. Verschwenden wir jetzt zwar unseren Donner, aber oh, geschafft. Speichern, bevor wir abstürzen. Geschafft, geschafft, geschafft. Puh, das war ein anstrengender Kampf, aber auch gut gekämpft, würde ich sagen. War ein paar Mal ziemlich knapp, aber egal. Nebling-Mutagen, Carabella, Nebling-Trophäe. Nehmen wir alles mit. Und der Nebling war wohl eher ein Nebling-Zombie, so wie sein Körper aussah. So, Carabella. Stahlwaffe, Stufe 8 benötigt. Oh, da müssen wir jetzt leider Gottes wohl unser Schwert der 1000 Blumen tauschen, weil Carabella hat ja schon plus 5, die braucht halt nur noch
etwas Reparatur, weil sie nur noch 70% Haltbarkeit hat. Plus 9% kritischer Treffer, 2% Chance auf Einfrieren und 3x gesockelt. Dagegen ist 5 Rüstungsdurchbohrung, 4 Artzeichen ist egal. 10% kritischer Treffer Bonus, 5% kritische Treffer Chance, 5% Bonuserfahrung bei Humanoiden. Wobei, ich würde sagen, die Bonussachen, die bei Schwerter 1000 Blumen drauf sind, die sind zur Zeit noch relevanter als dieses plus 5 auf den Basisschaden. Deswegen würde ich wohl Schwerter 1000 Blumen noch behalten. Gehe auch nicht davon aus, dass wir jetzt die super krassen Runen haben. 3% einfrieren, das würde dann auf 5% gehen. Rüstungsdurchbohrung 2. Ja, ich glaube, da ist es besser, wenn wir noch... Ich will das halt auch einfach so lange wie möglich behalten, dieses Schwert der 1000 Blumen. Ich glaube, da brauchen wir schon nochmal eine Stufe besser, um das zu wechseln. War noch irgendwas Interessantes dabei? Ich glaube nicht. Was war noch? Ach ja, genau, wir hatten doch noch diesen Kopf. Wo ist der? Wo taucht der Kopf auf? Hier. Greifentrophäe. Neblingstrophäe. Plus 5% Bonusgold. Oder 10% Chance auf Verstümmeln. Ja, das ist mir lieber. Dann wollen wir mal schauen. Hier wird es doch mit Sicherheit noch mehr, ein paar Leichen, noch mehr Sachen geben zum Looten. Aber ja, das war einfach nur ein Nebling-Zombie, so wie der aussah. Todespferd. Geht's hier raus? Hier geht's raus. Aber von hier sind wir nicht gekommen, oder? Sind wir von hier gekommen? Nee, weil sonst hätten wir das ja schon gesehen. Ach doch, wir sind von hier gekommen. Haben wir das nicht eingesammelt gehabt? Oder war das ein Bug und wir konnten es jetzt zweimal einsammeln? Ich glaube, wir haben es einfach nicht... Doch, wir haben es eingesammelt, weil hier haben wir nur das liegen gelassen. Merkwürdig. Aber dann weiß ich jetzt wenigstens, von wo wir gekommen sind und dass wir hier nochmal genauer nachschauen. Aber eigentlich müssen wir auf der anderen Seite wieder raus, also davon, wo wir gekommen sind, weil ich wollte ja nochmal... zu dieser Hütte schauen, wo die Leiche lag. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Ja, wir gehen einfach direkt in die andere Richtung wieder. Können wir vielleicht mal rasten, um die Sachen aufzufüllen? Dann graut auch schon der Morgen. Anständiger Kampf, guter Kampf. Und wo ging es jetzt hier nochmal raus? Mehrere Eingänge auf jeden Fall, sehr interessant. Okay. Und wenn wir dann die Belohnung abgeholt haben, können wir direkt das nächste Quest machen. Das müsste dann das vom Baron sein, was hier in der Nähe ist. Und da bin ich gespannt. Ich bin mir, wie gesagt, relativ sicher, dass ich das nicht gemacht hatte beim ersten Mal durchspielen. Dass ich mich damals dafür entschlossen habe, dem nicht zu helfen, weil ich, keine Ahnung warum, weil der zu gefährlich war, dieser Kampf gegen die Moom, weil ich gedacht habe, die Moom sind zwar böse, aber auch irgendwie gut. Oh, keine Ahnung. Da müsste man sich die Folgen nochmal anschauen, um erstens zu verifizieren, dass es überhaupt so war, dass ich es nicht gemacht habe. Es kann auch sein, ich spiele jetzt die Mission mit dem Baron und merke, ach nee, habe ich doch gemacht gehabt. Mal schauen. Aber ich weiß es, wie gesagt, nicht. Flächen waren wir nicht. Frage mich, ob das hier noch benutzt wird, aber wahrscheinlich sind die Menschen, denen das gehört hat, umgebracht wurden von diesem Nebling. Und da können wir die Sachen ruhig mitnehmen. Waren auf jeden Fall auch Jäger dabei. Ja, dann holen wir uns das mal ab und ich sehe gerade, wir speichern hier mal, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Und ich muss wieder Folgen zusammenschneiden, weil hier irgendwas nicht geklappt hat.
Aber okay, es kam jetzt auch nicht so oft vor. Bis dann!